Tore schießen lernen von Bundesliga-Profi Kevin Vogt. Für 75 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren ist dieser Traum am Ende ihrer Ferien Wirklichkeit geworden. Und wenn es dann noch ein Lob dazu gibt, ist das etwas ganz Besonderes. Oh mein. Sehr gut. Ich fand es heute toll, dass er gekommen ist und dass wir was mit ihm zusammen gemacht haben. Er war ganz nett. Der war klasse. Wir haben viel gemacht und ich freue mich auch, dass Kevin Vogt da war. Und auch dem Profi macht so ein Termin sichtlich Spaß. Eine Stunde lang gibt er Vorlagen, motiviert, lobt und klatscht. Inmitten der Kinder auf dem alten Trainingsgelände des FCA fühlt er sich richtig wohl. Und auch vom Nachwuchs ist Vogt begeistert. Ich glaube, man sieht schon teilweise, dass hier einige von denen jetzt echt, wir sind jetzt gerade nur beim Torschuss, aber dass sie schon gut schießen können. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich in dem Alter war, da muss ich sagen, dass hier zwei, drei vom Schuss her schon weiter sind. Und dann kann man das auch mal, denke ich, beklatschen oder beloben. Lob bekommen auch die FCA-Profis momentan von allen Seiten. Großen Anteil daran hat auch der glückliche Torschütze des letzten Spieltages, Kevin Vogt. Oh, schade! Hab mich einfach für die Truppe gefreut, dass ich halt gut reinkam und ja, quasi so den Schlusspunkt setzen konnte für eine gute Leistung, die Mannschaft da die 80, 85 Minuten vorher definitiv gebracht hat. Und ja, bin einfach froh, dass wir da dann verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Bei aller Freude mahnt der Profi aber auch, sich nicht zu früh in der Saison zu freuen. Gut, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Also es ist nicht so, dass wir noch kein Spiel verloren haben in der Saison. Ich finde das gut, wir nehmen das natürlich mit, aber wir sind uns unserer Sache schon bewusst. Also es ist schön, dass wir zwei Siege geholt haben und auch wichtig für uns. Und ich denke auch verdient. Und was ist jetzt das Geheimnis des momentanen Erfolges? Das spielt halt auch einfach eine Rolle, dass die Mannschaft wirklich noch so gefestigt ist. Oder einfach, dass wir auch uns letzte Saison so gut eingespielt haben und ja, die Neuzugänge sich auch gut eingefügt haben. Das sieht man und ja, das macht einfach Spaß. Und wenn man dann noch so erfolgreich ist wie jetzt die letzten zwei Spiele, dann glaube ich, dass wir neben den Punkten diesmal, dass wir da zurechtstehen, auch ja, spielerisch da einfach hingehören. Doch zurück zum Nachwuchs. Der trainiert hier leidenschaftlich. 5 Tage lang von morgens um 9.30 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr. Die Ferienfußballschule ist einzigartig. Solche Aktionen haben nur wenige Bundesliga-Vereine. Deshalb kommen die Kinder aus ganz Deutschland hierher. Ja, das Schießen habe ich besser gelernt, weil das konnte ich nicht so gut. Ja. Da waren neue Übungen dabei, wo ich noch nicht kannte. Und die haben mir, glaube ich, schon geholfen. Und am Schluss gibt es für die Kinder nicht nur Autogramme, sondern auch noch ihr eigenes Foto mit dem Profi. Und sie zeigen Kevin Vogt dann, wie man richtig jubelt. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.